Hallo Welt, da sind wir wieder auf Aya. Und wir haben versucht, uns hier zu betrinken. Funktioniert aber nicht. Wir wurden nicht mal vergiftet. Ah, da ist unsere Crew. Der gehen wir lieber aus dem Weg. Wir versuchen mal lieber, unsere Füße hier reinzuhalten. Geht nicht. Oh, wir haben sogar Füße. Sie haben noch nie was von Rinkol gehört, oder? Die Leute sind alle nicht sehr. Joel sollte auf jedem Rekrutierungsplakat des Widerstandes abgebildet sein. Hat er sie je kontaktiert? Nein, der Mann ist immun gegen Flirtversuche. Warum sind die guten Männer immer so schwer von Begriff? Angeblich stand er mal auf die Kuratorin des Speichers. Daraus wurde aber nichts. Sie ist genauso dämlich. Das heißt also, Joel ist frei. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Wo bleibt das Shuttle? Entschuldigung, ich habe nur gelauscht. Das ist üblich in unserer Gesellschaft. Gehört zum freundlichen Umgang. So, ist das da unten ein Schwimmbad? Ah, da kommen wir bestimmt auch noch hin. Ist das eine Wasserpfeife? Darf ich auch mal? Oh, ihr seid alle so... Naja, die kennen uns alle nicht. Wir sehen bestimmt total seltsam für die aus und für uns... Ich bin so froh, dass du zurück bist. Und diesmal sogar unverletzt. Ich war auch letztes Mal unverletzt. Ich hatte vielleicht ein paar Kratzer, aber doch nichts Dramatisches. Du wurdest so hart gegen diese Wand geschleudert, dass du 2 Wochen lang unter Gedächtnisverlust gelitten hast. Was aber genau genommen keine Verletzung ist. Hey, was hast denn du da Cooles? Du siehst aber geselliger aus als die anderen. Trinkst du mit dem Auge? Können wir nicht mit dir reden. Mit der Stirn funktioniert auch nicht so gut, oder? Wir gehen mal lieber. Ich glaube, wir dürfen nicht... Hey, ihr trinkt alle das gute Zeug. Wo kriegen wir das? Wir fragen hier mal den anderen hier. Da, du. Drag, dich meine ich gar nicht. Aber egal. Die Hilfe für die Moschei hat uns hier viele Türen geöffnet. Kamera. Trotzdem bleiben die meisten Angara auf Distanz. Was ist denn das für eine komische Kameraeinstellung hier? Ich sehe ja gar nichts, wenn wir uns unterhalten. Ach, sie fallen nur mal auf. Naja, sie sind fremd für sie. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen zum ersten Mal einen Kroganer. Und wenn ich lächle, ich könnte Zähne zeigen. Ich fürchte, das würde nichts bringen. Ja, da hätte ich jetzt so gerne gesehen, wie er dabei guckt, wenn er sowas sagt. Warum? Wir machen irgendwas falsch oder die Kamera kann man selber irgendwie einstellen, oder? Pathfinder. Ach so. Hey, Kleine. Hey, Kleine. Ich bin der Captain, der Pathfinder. Ich bin euer Retter, Erlöser. Hey, wo hast du die Frucht her? Wir kriegen hier gar nichts von denen. Die stellen sich voll an. Nach der Kett-Einrichtung hat sich die Einstellung uns gegenüber deutlich verändert. Die eine Hälfte der Angara ist dankbar, die andere noch misstrauischer als vorher. Wir sollten versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Die sind aus irgendeinem Grund alle damit beschäftigt, Cora anzustarren. Aber wo ist denn Cora? Hey Ryder, es ist großartig hier. Wir können viel von den Angara lernen. Was habt ihr denn da in eurem Topf? Ja genau, wir wollten ja runter tanzen. Also das mit dem Betrinken hat schon mal überhaupt nicht funktioniert hier leider. Hey, was ist das? Macht ihr hier irgendwelche seltsamen Spielchen? Kann man sich da anbinden lassen und dann... Besser spät als nie. Ich kam 2 Minuten nach dir auf die Welt. 2 Minuten? Er bildet sich was drauf ein, was Hinsch zu
schön wie ich seid ihr beide nicht. Ha! Für mich seid ihr alle schön. Sieh mal, vor allem der Mensch. Ihr sieht nicht sonderlich hart aus. Beachte ihn einfach nicht weiter. Wer hat das gesagt? Die sind doch alle am Trinken hier. Das sieht ja alles so gesittet, geht das hier alles zu. Ihr macht ja gar nichts. In den anderen Teilen war voll Party und so. Macht was. Ich glaube, wir haben wirklich... Ich muss das mal neu installieren oder so. Ich glaube, wir haben so eine Early Access Version oder sowas bekommen. Das ist doch nicht richtig hier. Das ist aber auch nicht eine Disco, wie im dritten oder... ersten Teil oder so. Hier sind die Toiletten. Ah, dahinter ist die Disco, ich höre es schon. Ah. Die Treppe führt zur Disco, ich weiß es. Und, hast du heute Obst bekommen? Ja, mein Glück hat sich bei der Verlosung endlich durchgesetzt. Ich habe sowohl Paprikos als auch Quinoa. Das freut mich. Deine Kleinen werden überglücklich sein. Der letzte Nährstoffbrei aus dem Tavetan war wirklich gut für sie. Es heißt, sie hätten Ruan gebeten, noch länger zu bleiben. Er hat die Mischungen weiterentwickelt, um ihren Nährstoffgehalt zu erhöhen. Das ist alles merkwürdig. Ich muss mal nachgucken, ist der Titel wirklich von EA? Und die machen doch eigentlich ganz andere Sachen. Ruhe jetzt! Sonst stürzt der Titel gleich wieder ab. Ja, noch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ich sag ja nur, ich find's merkwürdig hier. Ich hab mich gefreut auf all das. Und jetzt? Ja, wer sich am meisten freut, ist am schwersten enttäuscht nachher. Hey, das kennen wir aus Star Wars hier. Die Fenster. Die haben sie auch in Star Wars, meine ich. Toiletten? Oh, noch mehr Museumsgeschichten. Wir gehen nach links. Hey, Nalon. Oh, Sie sind das. Ich habe Ihre Landung mit angesehen. Ich hoffe, Sie nennen mich jetzt nicht mehr S. Oh, Sie haben das gehört. Ich entschuldige mich. Das war unhöflich von mir. Was sind Ihre Aufgaben hier? Welche Aufgaben erfüllen Sie hier? Ilin und ich helfen Avela bei ihren Studien. Mein Spezialgebiet ist die Restaurierung. Dank Ihnen sehen die Artefakte also wieder wie neu aus. Nun, soweit es eben möglich ist. Aber ich kann auch keine Wunder vollbringen, selbst wenn Avela das gerne behauptet. Sie lobt Ilin und mich gegenüber jedem, dem sie begegnet. So eine Vorgesetzte hatte ich noch nie. Ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Wir sind Linksgänger, deswegen gehen wir nach links. Hey, was ist das? Ein Stein. All die schönen Waffen. Jetzt bekommen wir aber wieder was zu lesen. Aber das ist doch gar nicht mehr modern, oder doch? Nur, das wird irgendwann wieder modern. Ich dachte, wir bekommen hier was, eine Show geliefert, irgendwas. Ja, da müssen wir Geld reinwerfen. Ohne Geld ist das nichts. Da kriegt man nur so einen Text vorgelegt. Ach, das ist doch scheiße. Ja, aber das ist die Zukunft. Die anderen drei Teile, da sah es anders aus, oder irre ich mich da? Ja, ich glaube, das war nur ein Traum. Trümmerteil aus Dar Kulmal, übersetzt aus dem Schelesch. Und dieses Bruchstück stammt aus einer Mauer der Gouverneursresidenz Aufhöld, die zu Beginn der Invasion von den Cat zerbombt wurde. Die Gouverneurin, all ihre Mitarbeiter und die meisten ihrer engsten Angehörigen wurden bei dem Angriff getötet. Wenn Volt wieder frei ist, wird dieser Überrest der Grundstein eines Denkmals für diejenigen sein, die ihr Leben gaben, um unsere Heimat zu verteidigen.
Erzählst du uns was darüber? Pathfinder. Oh, ich gehe dann mal. Ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Du stehst doch hier bestimmt. Du redest mit uns, oder? Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Ja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Wegen des Abenteuers natürlich. Oh nein, für die Initiative. Und vor allem, war da nicht irgendwas mit den Reapern? Sicher war sicher, oder? Lieber abhauen schnell, bevor der dritte Teil. Man weiß ja nicht, wie er ausgegangen ist. Ich will ja nicht spoilern. Ach, wegen des Abenteuers natürlich. Weil ich mir das größte Abenteuer meines Lebens einfach nicht entgehen lassen konnte. Ich kenne dieses Gefühl. Den Nervenkitzel, eine Chance zu ergreifen und auf das Beste zu hoffen. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen? Oh, natürlich. Ich bin Avila Kejar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Nicht viel, aber ich weiß von den Cat nicht so viel. Ich muss noch viel lernen. Vor mehreren Jahrhunderten war mein Volk das Ziel der Geißel. Als erstes hat sie unsere Schiffe ausgeschaltet. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Nav-Punkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Also soll ich gehen? Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Moment mal, warum ich? Also ich sehe es mir mal an. Natürlich schauen wir uns das an. Auf so etwas haben wir die ganze Zeit gewartet. Ich glaube, jetzt seit 3 oder 4 Folgen rennen wir hier rum und dachten, wir würden an jeder Ecke sowas bekommen hier. Weiß Aphra davon? Ach, ich weiß nicht recht. Warum ich nochmal? Es geht hier um einen verlorenen Teil Ihrer Geschichte. Und Sie vertrauen einer Fremden? Ich weiß, was die Leute über Sie sagen, aber ich denke, Sie irren sich. Ich glaube, Sie sind hier, um zu helfen. So ist es. Dann ist das Ihre Chance, es zu beweisen. Sie wollen sich doch Ayas Respekt verdienen, oder? Wenn Sie mir helfen, unsere Vergangenheit zu ergründen, wird sie das einen großen Schritt weiterbringen. Weiß denn Aphra davon? Ich bezweifle, dass Aphra sonderlich glücklich über diese Vereinbarung wäre. Aphra muss nichts davon erfahren. Und falls er es doch herausfindet, kann er seinen Ärger gerne an mir auslassen. Es erfordert Mut, ihm die Stirn zu bieten. Ich würde Schlimmeres auf mich nehmen, um einen Teil unserer Geschichte zurückzuerlangen. Na klar, schau ich's mir mal an. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Ja. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Wiederentdeckung der Vergangenheit. Da fällt mir ein, doch, wir hatten ganz am Anfang schon mal eine Begegnung dieser Art. Schön, Sie wiederzusehen. Wissen Sie etwas über Relikt-Tech? Können Sie mir etwas über die Relikt-Tech verraten? Wir wissen nicht viel darüber. Unserem Kenntnisstand zufolge hat es sie schon immer gegeben. Bei den Sternen. Ich wäre zu gerne diejenige, die dieses Geheimnis lüftet. Beeindruckendes Museum. Ziemlich interessant hier. Es ist praktisch mein Zuhause. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte hier einziehen. Aber wir haben noch viel zu tun. Eines Tages werden hier überall Artefakte aus der Vergangenheit stehen. Und jedes wird eine Geschichte erzählen. Und mein Volk wird herkommen, um zu lernen und um sich zu erinnern. Sie schaffen das. Wenn ich hart genug dafür arbeite, dann schon. Sie sind jung für eine Kuratorin. Ist es normal, in Ihrem Alter schon so viel Verantwortung zu haben?
Ich bin nicht jünger als Sie. Und Sie sind ein Pathfinder. Ich habe den Job gewissermaßen geerbt. Genau wie ich. Ich war Schülerin des vorherigen Kurators. Meine Aufgabe bestand darin, ihm Artefakte von anderen Welten zu bringen. Als er sich zur Ruhe setzte, habe ich seine Stelle irgendwie übernommen. Vermissen Sie die Jagd auf Artefakte? Manchmal. Aber meistens bin ich zufrieden damit, dass ich mehr Zeit mit jedem Stück verbringen kann. Erzählen Sie mir von sich. Haben Sie sich schon immer für Geschichte interessiert? Oh ja. Als ich jung war, habe ich Muscheln ausgegraben und so getan, als wären es antike Rüstungsteile. Ich hatte schon immer viel Fantasie. Außerdem hatte ich nur 14 Geschwister, da fühlt man sich oft einsam. 14? Das ist Wahnsinn. Warum? Wie viele haben Sie denn? Nur eins. Oh, das ist ja furchtbar. Tut mir leid. Wie erfrischend. Auf Wiedersehen. Ich sollte jetzt gehen. Kommen Sie bald mal wieder vorbei. Da bin ich. Schön, Sie wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Ich sollte jetzt gehen. Kommen Sie bald mal wieder vorbei. Ei, Caramba. Okay, wir gucken uns alles mögliche andere noch an. Das hier hat eine nette Form, aber hey, schleichst du uns nach? Pathfinder. Ja, ich gehe dann mal. Ich lasse Sie dann mal weiterarbeiten. Erzählst du uns was hier über deine tollen Sachen, die so geisterhaft in der Luft schweben? Kettaufstiegswerkzeug, übersetzt aus dem Schellisch. Bis vor kurzem wussten wir zwar, dass es sich hierbei um ein Werkzeug der Kett handelt, kannten aber seinen Zweck nicht. Gelehrte haben nun herausgefunden, dass es für den Aufstieg benutzt wird. Auch wenn es schwerfällt, sich so etwas anzusehen, ist es dennoch wichtig, dass wir den Aufstieg studieren und verstehen, um uns und unsere Lieben zu schützen. Oh nein, hier ist ja gar nichts. Ach, das sollen wir erst finden, aber hier haben wir schon was. Das ist aber nicht von den Asari, oder? Angaranischer Dolch heißt es, übersetzt aus dem Schelisch. Dieses Dolch ist fast 400 Jahre alt und stammt aus der Zeit unmittelbar nach dem Auftauchen der Geißel. Unsere Vorfahren mussten in dieser Phase des technologischen Rückschritts wieder lernen, ohne moderne Waffen zu kämpfen und zu jagen. Und wir haben ein Datenpad. Die aktuellen Ereignisse, übersetzt aus dem Schellisch. Mutter, du würdest nicht glauben, was seit Pathfinder Rikers Ankunft auf Aya alles geschehen ist. Du hast bestimmt schon von der Rettung der Moschei gehört, aber ich nehme an, du kennst nur die offizielle Version. Ifra und sein Widerstand tun gerne so, als wäre es ihr Verdienst, dass sie wieder zurück ist, aber ich weiß genau, dass sie es ohne den Pathfinder niemals geschafft hätte. Die Leute haben Angst, diese neuen Aliens könnten wie die Kett sein, aber hör nicht auf sie. Ich fühle in meiner Seele, dass sie uns helfen wollen und du weißt, dass ich in solchen Dingen immer richtig liege. Ich wünschte, du könntest einige der aufregenden Artefakte sehen, die wir auf Haval und an anderen Orten gefunden haben. Ich werde dir bei meinem nächsten Besuch ein paar Bilder mitbringen. Aatu und ich sind übrigens nicht mehr zusammen. Es gab keinen speziellen Grund für die Trennung. Wir sind einfach zu verschieden. Aber mach dir keine Sorgen. Du weißt ja, ich brauche nur meine Arbeit, um glücklich zu sein. Avela. Avela! Schön, Sie wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Ich sollte jetzt gehen. Kommen Sie bald mal wieder vorbei.
Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendetwas. Warum lässt sie denn ihr persönliches Datenpad da so rumliegen eigentlich? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Trigger gewesen. Pibi! Leider, die Erforschung der Reltec hier ist wirklich großartig. Guck an. Wissen Sie, je mehr ich mit den Angara zu tun habe, desto mehr Mitgefühl entwickle ich für sie. Vor allem angesichts unseres Wissens über den Aufstieg. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das treibt einen zum Wahnsinn. Sie sind stark. Das treibt einen zum Wahnsinn. Glauben Sie mir, ich bin in Ihrem Namen stinksauer. Sie sagen es. Genau das empfinde ich auch. Wir müssen das alles wieder in Ordnung bringen. Ja. Hast du noch mehr gesehen hier? Ryder. Ich guck mir das mal an. Reliktgerät, übersetzt aus dem, na, Schellisch, genau. Wir sind zwar nicht sicher, haben aber die Theorie, dass dieses Reliktgerät Fels und Sand in nährstoffreiche Erde umwandeln kann. Okay. Das müssen wir auch haben. Und was haben wir hier noch Schönes? Ah, wahrscheinlich sollen wir das besorgen. Okay. Präsentationsständer untersuchen. Alte Keramik. Übersetzt aus dem Schellisch. Dieses Keramikfragment diente wahrscheinlich in den alten Tempeln von Havar zur zeremoniellen Dekoration. Ja, da ist aber noch mehr. Oh, hier sind die richtig futuristischen Sachen. Gefährlich? Reliktexponat, übersetzt aus dem, wie könnte es anders sein, aus dem Schelisch. Obwohl wir nicht viel über die Relikte oder ihre Schöpfer wissen, sind wir sicher, dass die Relikte schon lange vor unserem Volk in Helios existierten. Sie dienen anscheinend demselben Zweck wie die planetaren Gewölbe, der Umwandlung einer Welt in ein blühendes, wunderschönes Paradies. Bis zur Ankunft von Pathfinder Ryder im Revolutionsjahr 826 waren aktuelle Interaktionsversuche mit den Relikten erfolglos verlaufen, aber immerhin konnten wir hier auf Aya friedlich mit ihnen koexistieren. Ah, ja, die dürfen wir nicht mitnehmen. Angaranisches Exponat, übersetzt aus dem Schellisch. Wir wissen nun nur wenig über unsere Ahnen aus der Zeit vor der Geißel, aber die Beweise deuten auf eine große Gesellschaft mit moderner Technologie hin, die auf mehreren Welten zu Hause war. Zahlreiche aktuelle Funde lassen sogar den Schluss zu, dass unsere Vorfahren große Entfernungen zwischen Systemen zurückgelegt haben. Gesichert ist das zwar nicht, aber die meisten unserer Gelehrten folgen der Theorie, dass die frühen Erfolge unseres Volkes auf die Benutzung von Relikttechnologie zurückgehen. Sieht aus wie ein riesen Becherhalter hier. Und da hinten ist auch nur was zu trinken drin gewesen. Vielleicht eine Wasserpfeife, ein Regenschirmständer. Alles Mögliche. Wow, gefährliches Piepen. Ja, nicht drauf schießen. Hier im Museum, natürlich. Holla. Ausgrabungen auf Havarl. Übersetzt aus dem Schellisch. Archäologen haben auf Havarl kürzlich etwas entdeckt, das sie für Teile des ältesten Bauwerks halten, das auf dem Planeten bislang gefunden wurde. Diese Überreste wurden buchstäblich von mutierter Vegetation entwurzelt, die aus einer unterirdischen Höhle an die Oberfläche wächst. Obwohl die genaue kulturelle Bedeutung dieses Fundes noch nicht geklärt ist, haben mehrere Forschungsteams eine dauerhafte Ausgrabungsstätte errichtet, um vor Ort nach weiteren Hinweisen zu suchen. Das könnte ich den ganzen Tag machen, hier durchs Museum rennen. Ich weiß gar nicht. Hier ist die Toilette. Ach, da dürfen wir nicht rein. Okay.
Haben wir denn hier schon überall geguckt? Nein, wir sind Linksgänger, wir sind gleich links gegangen. Cat Exponat, übersetzt aus dem Schellisch. Der Erstkontakt mit den Cat auf unseren Heimatwelten lief nicht immer gleich ab. Während sie auf Haval durch ihr Schweigen Verwirrung stiften wollten, ermordeten sie auf World den Botschafter. Sie wiegelten unsere Welten gegeneinander auf und machten sich das resultierende Chaos zunutze. Für uns alle ist es wichtig, aus diesem historischen Ereignis zu lernen und uns jedem Feind als geeignete Front zu stellen. Als geeinte Front heißt das natürlich. Exponat demnächst, übersetzt aus dem Schellisch. Wir überarbeiten derzeit dieses Exponat, um Ihnen unsere aktuellsten historischen Funde zu präsentieren. Danke für Ihre Geduld. Wir kommen wieder. Ja, ich muss sagen... Oh, hey, wer bist du? Ich habe schon so viel über Sie gehört. Haben Sie auf Eos wirklich ein Gewölbe betreten? Ja. Unglaublich. Das hätte ich gerne gesehen. Suchen Sie nach Artefakten? Sind Sie auch eine Artefaktjägerin wie Avella? Ehrlich gesagt habe ich als Technikerin angefangen. Die Moschei hatte ein Reliktschiff entdeckt und brauchte meine Hilfe, um dessen Verschlüsselung zu knacken. So kam ich schließlich in den Speicher und bin seitdem für die Datenverschlüsselung zuständig. Sie arbeiten also hier? Ich nehme an, Sie arbeiten hier? Ja, Nellen und ich sind Avelas Assistenten. Es war nicht ganz leicht, sich daran zu gewöhnen. Wieso? Avela ist deutlich jünger als der vorherige Kurator. Sie hat viel mehr Energie. Ich muss sie hin und wieder daran erinnern, auch mal Pause zu machen. Sie liebt ihre Arbeit mehr, als gut für sie ist. Was macht er denn mit unserer Lucretia? Okay, man sieht sich. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Hey, was soll das? Du bist in uns drin. Lass das. Das ist total gruselig, wenn du sowas... Das setzt dem Ganzen doch die Krone auf. Wo sind wir denn hier? Können wir sowas auch? Nein. Okay, gelesen haben wir alles. Hier ist eine Tür. Und wo es dahin geht, werden wir erfahren, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich aber noch recht herzlich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes in dieser Folge. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.